Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein kleines Update von mir in Bezug auf Vanlife und Van-Touren und meinem Auto. Und zwar ist der jetzt Frühling und ich finde eigentlich Frühling und Herbst sind die schwierigsten Jahreszeiten in Bezug auf Packen. Denn man weiß nicht, wird es warm, wird es kalt. Im Sommer packt man halt Sachen für sommerliche Temperaturen ein, im Winter für kalte Temperaturen, aber im Frühling und im Herbst muss man eigentlich alles mitnehmen. Ja, und heute will ich euch wieder mal ein kleines Update geben. Der Frühling kommt und ich will auf Tour gehen und ich zeige euch, wo ich alles verpackt habe. Schaut bitte nicht drauf, wie schmutzig das Auto ist. Ich werde mir nie wieder ein schwarzes Auto holen. Ich habe schon überlegt, das zu folieren. So, hier ist halt Cassie ihr Sitzplatz. Momentan ist es warm, darum hat sie eine Kühlmatte bekommen. Alles, was ihr seht, wie gesagt, ist auch immer in meinem Amazon-Shop verlinkt. Könnt ihr gerne unten den Link nutzen. Dann schauen wir mal hier unter. Das ist jetzt für die Fahrt alles schon vorbereitet. Hier unter steht das Hundefutter. Hier wird Cassie am Sitz angeschnallt. Das ist der Haken dafür. Dann ist hier ein Abwasserbehälter, mein Frischwasser. Ich bin immer noch happy, dass ich keinen fest eingebauten Frischwassertank habe, sondern den auch mal mit nach draußen nehmen kann oder woanders hinstellen. Es ist einfach auch eine Platzfrage in so einem kleinen Auto. Dann stehen hier vorne immer meine Schuhe. Das hat den Sinn, wenn es wirklich mal nass ist, regnerisch sein sollte und ich fahre, dann kann ich immer die Heizung anmachen und sie trocknen. Und hier ist der Napf für Cassie. Und wie gesagt, hier oben liegt sie. Da kommt noch ein Bett dazu. Und dann gucke ich halt auf die Temperaturen, ob sie die Kühlmatte bekommt oder das Bett. Hier habe ich mir noch eine Tasche angehangen. Hier kommt die Kühlmatte rein. Hier vielleicht ein paar Leckerlis für die Fahrt oder halt für Kleinigkeiten. Dann geht's weiter. Hier ist mein Schlafsack, falls es doch noch mal kalt werden sollte. Den nehme ich erst im Sommer raus. Meine Matte, die lege ich dann nach hinten, wenn ich frühstücke oder so, dann stehe ich nicht immer im Schmutz. Ja, und hier hinter sind drei solche Boxen, da sind einfach meine Anziehsachen drin. Ja, hier oben das Kissen. Das überlege ich immer, ist es nicht so viel, dieses Kissen mitzunehmen. Aber wenn ich hier abends liege, dann mache ich es mir hier immer so gemütlich und dann lege ich die Beine lang. Und ohne dieses Kissen wäre es nicht so ganz gemütlich. Und das ist mein Schlafkissen. Ja, hier unter ist meine Bettwäsche. Das ist das Laken, eine Kuscheldecke und meine normale Decke. Jetzt geht es hier drinnen weiter. Hier unten immer meine Regensachen versteckt. Mein Herd, den stelle ich während der Fahrt natürlich noch woanders hin. Und meine Toilette. Da kommt dann Streu rein und ein Müllsack. Hier hinten ist mein faltbarer Mülleimer. Und noch gelbe Säcke. Ja, dann haben wir hier alles, was man so braucht zum Kochen, Besteck und so weiter. Hier hinten sind Mülltüten, Hundetüten. Dann ist hier ein Multifach. Da ist jetzt momentan meine Seife, meine Bürste, ein Handtuch, ein großes Handtuch, ein kleines Handtuch. Und Sonnencreme drin. Und hier sind meine Kerzen. Oh, meine allerliebste. Danach duftet das ganze Auto. Ja, dann geht's weiter. Hier ist das für mein Bett. Das wird hier eingehangen. Und dann wird das Bett umgeklappt. Und Strom, Licht. Alles, was mit Licht zu tun hat, dass man es abends und nachts schnell findet. Und das hier ist mein Ball für die Hände zum Trinken. Und hier sind, ja, seht ihr ja, Haarbürste. Hier sind noch zwei Taschen.
Magnesium-Schmerztabletten kann man immer mal gebrauchen. K.O.-Spray und Mückenspray. So, dann geht's hier weiter. Hier ist noch ein Kocher mit Wintergas. Den lasse ich auch erstmal noch drin. Dann ist hier noch mein Trangierkocher mit dem jeweiligen Zubehör dazu, Spiritus und Mückenfliegenspray und ein paar dicke Socken. Und hier unter sind noch so ganz viele Kabel, falls ich mal auf den Campingplatz gehe und Strom brauche. Das liegt alles hier drunter. So, hier ist mein Tablett, mit dem ich immer frühstücke. Das hat so Füße, kann man ausklappen. Total praktisch. Das ist ein normales Tablett ohne Füße und ein Brett. Dann habe ich hier eine Decke, die von unten wasserdicht ist. Hier ist nochmal ein faltbarer Wasserkanister, Ersatzwasser und ein faltbarer Eimer. Das habt ihr in meinem Wintervideo schon gesehen. Das ist mein kleiner Notofen. Und neuerdings gibt es auch Wintergas in Kartuschen. Kann ich sehr empfehlen. Macht euch auf die Suche. Und das ist einfach nur leer, falls man mal was braucht für Wasser, Abwasser oder irgendwas, dass man es nicht in die Natur kippt. Konserven, eine große Schüssel, Handfeger und Müllschippe. Und sehr zu empfehlen sind immer ein paar Latschen. Dann braucht man nicht immer, wenn man einmal raus und rumgeht, seine Schuhe anziehen. Arzttasche, Cuttermesser, nochmal Sitzkissen, Hundeleine. Hier ist ein Tarp. Wenn es mal länger regnen sollte, dann kann ich das über meine Hecktüren spannen. Ersatzgas. Und hier ist noch ein Maulkorb, falls wir mal mit dem Zug fahren müssen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwas vermisst in meinem Auto. Vielleicht fehlt mir ja wirklich was. Ich habe es nur noch nicht gemerkt. So, hier geht's weiter. Ein Kramfach. Ich glaube, das hat jeder. Notizblöcke. Hier sind so Magnete. Hier auch. Die bleiben immer überall hängen. Brillenputztücher auf Feuer. Meine Kaffeemaschine, Kaffee, Kaffeemühle und mein Kaffeezubereiter. Hier sind noch so Instant-Suppen und mein Spülmittelfach. Und hier ist alles, was Hygiene betrifft. Zahnbürste, Zahnpasta, Sonnencreme, so ein Maniküre-Set. Ja, alles, was man so braucht als Frau, ne? Kekse, Reis, Nudeln, Zwieback habe ich auch immer da, falls mal irgendwo Brötchen bekomme. Dann sind hier noch so eine Smoothie Boards zum Frühstück. Man will ja nicht hungern. Hier meine Töpfe, da sieht es gerade ein bisschen kramig aus vom letzten Mal noch. Hier oben sind noch klappbare Teller, Schüsseln und Aufbewahrungsdosen. Und kann man immer mal gebrauchen. Verwende ich so gut wie nie, aber Alufolie ist manchmal lebenswichtig. Tassentrichter, Milchaufschäumer, Konserven, Gewürze. Die Dose ist leer, wenn man mal eine braucht für ein Picknick oder ein Lunch zum Einpacken. Senf, Pesto, Salz, Pfeffer. So. Hier hinten ist Tee, Fruchtmark, Müsli, Salami und Fischdosen. Und hier oben kommt noch das Frischzeug rein in einer kleinen Kühltasche, Butter und so weiter. Ach, und nicht zu vergessen, hier sind noch ein paar Gewürze. Jetzt kommen wir zur Beifahrertür. So, hier unten ist noch ein bisschen Stauraum. Da kann man auch noch was reinlegen. Hier ist das Brett. Das wird hinten eingehangen, wenn ich mal draußen koche oder so. Ja, das ist so ein Korb, den habe ich aus Sansibar gekauft. Jetzt für den normalen Gebrauch sind hier meine Einkaufsnetze drin
Und wenn ich unterwegs bin, kommt da meine Schmutzwäsche in einer Tüte rein und mein Müll. Ja, dann habe ich hier noch meine Strombox. Die habe ich euch ja bereits in einem anderen Video vorgestellt. Ich verlinke sie euch hier oben nochmal. Und hier habe ich immer meinen Kaffeebecher, wenn ich auch mal ganz normal unterwegs bin und zur Tankstelle mir einen Kaffee hole. Und hier oben sind halt meine Thermomatten fürs Fenster. Hier oben ist auch nochmal ein Fach, da sind die reingeschoben, aber passen nicht alle so perfekt rein. Und jetzt habe ich hier nochmal die Ablage ein bisschen erweitert. Ja, meine nächste Tour soll in die Sächsische Schweiz gehen. Da nehme ich euch natürlich wieder mit. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, noch ein paar Anregungen und Inspirationen geben. Wenn ihr noch ein paar Inspirationen für mich habt oder wenn ihr irgendwas bemerkt habt, dass was fehlt, was ihr immer benötigt in eurem Van, was ich nicht dabei habe, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Ansonsten, bis bald!